Das war nur eine Schlafgeschichte. In meiner Schlafgeschichte letzte Nacht bist du mit dem Kopf gegen einen Felsen gestoßen und hast das Ding gespalten. Wirklich? Das habe ich gemacht? Ja, aber wie du schon gesagt hast, Sera, Schlafgeschichten sind doof. In Wirklichkeit könnte das sowieso nicht passieren. Hey, Augenblick mal, ich habe nicht gesagt, dass alles, was in einer Schlafgeschichte passiert, doof ist. Doch, hast du. Aha. Habe ich nicht. Ich weiß doch wohl am besten, was ich gesagt habe. Aber die Sache mit dem Kopfstoßen, das könnte ich schon. Klar könntest du das. Ja, richtig. Was gibt's denn da zu gackern? Im ganzen großen Tal gibt's nicht einen Felsen, den ich nicht mit meinem Kopf knacken könnte. Ach ja? Wollen mal sehen. Wie wär's mit dem da? Dicker Brummer. Klar doch, das kann ich. Kein Problem. Toll! Oh, also schön. Ich muss nach Hause. Mein Kopf tut weh. Ich wollte nicht, dass sie sich ihren Kopf verletzt. Nein, du hast Stolz von alter Angeberin verletzt. Was ist denn, Littlefoot? Was hast du, mein Junge? Ich weiß nicht. Aus irgendeinem Grund kann ich nicht schlafen. Oh, ich auch nicht, mein Kleiner. Und ich glaube, ich weiß auch, warum das so ist. Ich fühle mich seit einiger Zeit, naja, irgendwie rastlos. So, als ob ich irgendwo hingehen müsste. Aber ich weiß leider nicht, wohin. Ja, ich auch, Großvater, ich auch. Heute Abend geht's mir genauso. Ich glaube, dieses Gefühl hat etwas mit den Schlafgeschichten zu tun, die ich in letzter Zeit erlebe. Du hast auch Schlafgeschichten? Ja, so wie Großmutter. Wir haben darüber geredet. Und wir glauben, die Zeit ist gekommen, auf eine große Reise zu gehen. Eine Reise? Wann denn? Und wohin? Nur du und ich? Und Großmutter. Und ich denke, andere auch. Aber das weiß ich nicht genau. Wir müssen uns bald auf den Weg machen. Leg dich wieder hin und schlaf, mein Junge. Vielleicht brechen wir ja schon morgen auf. Eine große Reise.